Jetzt gehe ich hier nochmal auf die Perspektive ein. Und zwar haben wir ja jetzt eine Perspektive, wo ich nicht genau weiß, wie dicht bin ich jetzt eigentlich dran oder wie weit ist das jetzt überhaupt weg. Eine Düne erkenne ich hier so ansatzweise. Man kann jetzt natürlich noch viel Gras draufsetzen, Licht draufsetzen. Die kann ganz weit weg sein, es kann aber auch ein paar Meter entfernt sein. Kann ich jetzt alles gar nicht so genau einschätzen. Wenn ihr noch weiter an so einem Bild arbeiten wollt, könnten Personen hier drauf, dann habe ich einen Bezug, dann weiß ich ungefähr, was für eine Entfernung das überhaupt hat. Und da wollte ich jetzt euch nochmal ein paar Tricks zu zeigen. So, das Bild habe ich einmal mit einer Rolle übergerollt, mit einem flüssigen Binder. Dadurch kann die Farbe nicht mehr saugen oder sie saugt nicht mehr so stark. Und ich habe jetzt Zeit, mir zu überlegen, was für eine Perspektive ich da nochmal reinbringen will, was für einen Bezug, wenn ich jetzt Person hier draufsetze. Und ich mache die Person, meinetwegen jetzt, setze sie jetzt hier drauf. Das ist ein Kreidestift. Pastellkreide. Und jetzt setze ich jetzt eine Person hier zu. Und ich mache die so groß. Hier ist ein Kopf, Schulter. Na, dann ist das Meer für mich relativ dicht. Deshalb ablackiert, deshalb die Kreide. Ich kann mit der Kreide draufzeichnen und kann es mir einfach wieder wegnehmen. So, wenn ich jetzt aber die Person so draufsetze, bin ich relativ weit weg. Wenn ich jetzt sage, okay, ja, ich will da so welche draufsetzen, und mir gefällt das, dann ist es ganz einfach. Ich ziehe mir das mit der Kreide drauf. Also zeichne das. Und kann dann ein bisschen Binder auf meinem Pinsel machen. Und es einfach ein bisschen fixieren. Und auch da noch mal wieder welche wegnehmen. Wenn mir das zu gleichmäßig ist, dann sieht es natürlich langweilig aus. Jetzt sind alle so in einer Linie. Nee, das ist zu langweilig. Die müssen schon so ein bisschen mal auseinandergezogen werden. Also da noch einer hin.
Hier ist es jetzt gerade noch nass, der Binder, und deshalb male ich jetzt quasi auf den nassen Binder. Also ich gebe Binder drauf. Der ist jetzt nass. Und kann auch jetzt mit meinem Kreidestift da drauf gehen. Und er gibt viel mehr Pigment ab. Das heißt, ich male quasi schon mit dem. Dann kann ich es nachher auch nicht mehr abwischen. Jetzt, wo es nass ist, kann ich es noch ein bisschen hier und da mir wieder wegnehmen, wo ich es nicht haben will. Ich will es ja relativ undeutlich. Ich will jetzt nicht so deutlich da Personen haben. Und jetzt sehe ich hier vorne noch eine. Ich muss gerade stehen, ich stehe total schief gerade. Habe ich gemerkt, ich male die Person auch schief. Natürlich muss sie gerade sein. Ziehe wieder mit dem Binder nach. Jetzt gebe ich da mal ein bisschen Farbe drauf, wobei ich den natürlich nicht komplett darstellen will, aber ein bisschen Licht und ein bisschen Schatten. Jetzt also mit Farbe ein bisschen nachziehen. Ich überlege mir natürlich, was haben die für Sachen an. Ist jetzt ja nicht so ein super warmer Sommerhimmel. Also die werden ja eher auch eingepackt.
Jetzt habe ich also einen Bezug zu dem Meer. Noch ein hellblau drauf. Zieh einfach ein bisschen das Wasser wieder raus. Und so verändere ich das gesamte Bild schon. Und dann setze ich hier natürlich auch ein bisschen Schatten, Reflexion runter. Wenn dann die Person im Wasser geht, habe ich natürlich auch eine Reflexion im Wasser und nicht auf dem Sand. Male ich hier jetzt wieder mehr hin. Dann setze ich hier jetzt auch nochmal eine Reflexion ins Wasser. Ganz schlecht mit Pinsel. Das kann ich gar nicht so fein malen, aber jetzt schon. Nimm die Farben nochmal. Setz die Schattierung nochmal stärker. Setze auch noch mal ein paar Lichter mit drauf.
So kann ich die Menschen. Das verteile ich hier nochmal. Hab jetzt also nochmal wieder einen Bezug zu der Perspektive. Das war's eigentlich, das wollte ich euch nur noch mal gezeigt haben. Ich kann also mit der Kreide mir das ganz gut vorzeichnen, damit ich erstmal ein Gefühl für die Perspektive wieder bekomme und kann es dann einfach auch dementsprechend verändern, wie man es haben möchte. Ja, ich glaube, damit kann man es verstehen.